Meine Damen und Herren, jetzt wird gekämpft. Und zwar im Arenaleiterkampf gegen Hilda, hieß die, glaube ich, die Tante mit dem komischen Pflaster auf der Nase. Und zwar in der Kampfarena. Wir sind vor der Arenaleiterin mit ihrem Lucario und ich bin ganz ehrlich mit euch. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, mich für den Kampf irgendwie vorzubereiten, denn einerseits weiß ich gar nicht mehr so wirklich, was die für Pokémon hatte. Ich weiß nur noch, dass ich mich mega verarscht gefühlt habe in der Arena hier. Und andererseits haben wir auch nicht wirklich einen guten Lead für die, denn Tarnsteine sind immer cool, aber gerade in Kampfarenen ist es einfach super selten der Fall, dass irgendwelche Pokémon Fokusgurte tragen und die Tarnsteine selbst werden resistiert. Also für den Chip-Damage ist es eher zu vernachlässigen. Ich habe mich dazu entschieden, mit Yuki einfach mal zu leaden, Yuki Uzumaki, und ich hoffe, dass wir mit ihr ein riesiges Loch ins gegnerische Team reißen können und dann mit dem Rest des Teams vielleicht noch durchsweepen können oder so. Aber wir werden sehen. Freunde, wünscht mir Glück für diesen Arenaleiterkampf und lasst einen Daumen da. Hi, schön dich zu sehen. Mein Name, Maylene. Ich hab meinen Namen geändert auf Insta, musst du wissen. Auch mein Content. Was? Warum ich keinen Kampfsport-Content mehr mache? Nun, du musst wissen, Yoga-Stuff kommt viel, viel besser an. Es gibt nämlich viel mehr Mädels auf Insta. mein Pflaster? Ich bin die Urenkelin von Nelly. Ich bin zwar keine Rapperin, aber meine Punchlines werden dich trotzdem vernichten. Okay. 6 Pokémon. Und sie leadet mit einem Porenta. Ein Crit-Porenta. Okay. Oh, shoot. Nachthieb, aber okay, das wird nur neutral treffen und ist nicht Stab. Kampfattacken werden vierfach resistet. Flugattacken könnte er haben. Es wird auch ein bisschen schallern. Oh, 67 Def ist halt echt nicht viel. Aber wir haben noch den Draining Kiss, ne? Oh nein, ich habe vergessen, Psychokinese noch drauf zu knallen. Oh, wie dumm ist das denn wieder, ey? Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin so lost. Digga, ich dachte, wir haben Wish drauf. Ich dachte, ich habe Wunschtraum hier drauf gemacht. Das ist einfach Heilopfer. Wenn ich das einsetze, dann stirbt Yuki Uzumaki instant. Oh mein Gott, Digga, dass sie... Zum Glück habe ich das nochmal gelesen jetzt, ey. Das wäre ja der absolute... Wenn ich jetzt auf Wish gegangen wäre, um zu scouten, Bro, imagine. Imagine. Ja, perfekt. Aber okay, Moonblast trifft ja. Wird halt nur von paar... Ne, gerade Lucario wird Moonblast halt neutral treffen und so. Deswegen ist es ein bisschen dumm. Aber ist okay. Ich glaube, Farfetch'd hat nicht so hohe Spedef-Werte. Ich denke, ein Draining Kiss ist geil hier. Wir gehen mal für den Draining Kiss, oder? Wow! Okay, Aerial Ace Crit. Aber... Oh mein Gott, das reicht einfach und heilt uns fast voll. Let's go. Oh, ich habe mich schon gefragt, warum die nicht Gala hier Dingens hat. Gala Porenta. Hier, ihr wisst, wie hieß das Ding noch gleich, Alter? Lauchzelot. Oh, Primeape. Warum Primeape? Hast du irgendwie einen Bullet Punch oder so? Er könnte auch Geisterattacken haben, aber ich glaube, in dem Spiel gibt es die Entwicklung von dem Bruder noch nicht, ne? Ich gehe mal zu Redlim, weil der resistiert den Bullet Punch. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass der jetzt nicht irgendwie... Iron Tail! Digga, du hast nicht mal einen Schweif! Wo kommt das her?
Okay, okay. Das wär auf jeden Fall tot gewesen, das Ding, ey. Uff. Extra Sensory. Wait, what? Okay, er hat uns outspeedet. Ich habe leider den Angriff nicht gesehen, aber wir haben Prime Ape kaputt gehauen. Medicham. I mean... yikes. Was hat Medicham, um uns zu verletzen? Hat Medicham überhaupt etwas? Erstens müsstest du uns outspeeden. Shadow Ball ist Stab und Expert Belt. Wie schnell sind wir? Primeape und uns outspeedet, aber Primeape ist jetzt auch nicht so langsam. Wir sind schon, wir haben schon gut Speed, Alter. Ehrlich gesagt, Redlum ist es Mon, was das Ding killen muss. Weil Iggy frisst keinen Donnerschlag, der und sein Headbutt. Nee, Redlum ist es, sorry. Ich hoffe, dass wir outspeeden. Wir outspeeden, okay, Expert Bell, sehr effektiv, Stab. Easy! Okay, Hitmonlee. Der kann Steinhagel haben. Oder Steinkante. Wir sind aber schneller. Aber ich habe schon auch gar keinen Bock, dem... Warte mal. Gehen wir zu Squall. Dann könnten wir Fake outen und Rain Punch zünden. Aber wenn der halt wieder so einen komischen Play Rough wäre auch was. Eclipse. Okay, lass mich kurz überlegen. Er wird nicht schneller sein, oder? Squall und der Bruder haben doch ähnlichen Speed. Und er ist doch schneller. Lass uns mal zu Chris Timber. Und dann schauen wir mal, was er hat. So, da kommt nämlich dann die Sonne und dann ist unser Bruder geboostet. Da kommt Rockslide, okay. Ja, jetzt wird er für einen Kampfmove gehen. Und wir können zurück zu Redlum. Ich hoffe so sehr, dass wir outspeeden, ne? Das ist perfekt. Nein! Ich wollte den Feuermove. Fuck. Egal, das reicht. Oh. Okay, der Crit. Aber der hat nicht gemattert. Oh, Digga. Ey. Heracross. Okay, du hast Night Slash. Wahrscheinlich. Aber du killst mich. Never. Du hast Guts. Du hast wahrscheinlich einen Flame Orb oder sowas. Yuki wäre sehr safe. Kampf vierfach Resist. Käfer ist neutral. Shoot. Okay, nee. Ich glaube nicht, dass du einen Focus Sash hast, right? So, Flamethrower, Expert Belt, in der Sonne, let's go. Yes! Leute, wir kommen hier durch, wir kommen hier durch. Let's go, let's go, let's go, let's go. Lucario. Und das war's. Lucario hat eine 90 Base-Initiative. Gengar hat 110. Oh, der hat irgendwas ein bisschen dazwischen, hä? Aber... Oh. Okay, Moment. Die Frage ist, hat er... Kampfattacken werden immunisiert, Stahlattacken werden resistiert. Wenn er kein Erdbeben hat und outspeedet, dann töten wir ihn instant. Aber Sash, ich weiß die Items nicht. Oh, imagine, wir würden mit Sheets spielen, dann wüssten wir das jetzt. Egal, komm. Der Setup ist zu perfekt.
Ja, Oldspeed. Let's go! Was? Alter, Redlum! Du geile Sau! Einfach komplett das Team auseinandergenommen. Boah, krass, Alter. Okay, du hast gewonnen. Hast du mal Bock auf so ein Kollabo-Yoga-Stream? Der soll auch gar nicht cringe sein. Let's go! Okay, das bedeutet, wir haben jetzt alle Arenaleiterorden bis zu dem Punkt, wo wir verloren haben. Der nächste ist nämlich Wellenbrecher Marinus. Okay, was hat sie uns noch gegeben? Drain Punch. Alter Redlum, ja, der Play mit dem High Jump Kick war perfekt. Es hat alles perfekt funktioniert. Vom Lead bis ins Late Game. Hey, Sepischlong, was geht? Kannst du mir helfen? Du musst mich mal ablichten. Ich habe so eine coole Location gefunden. Da hängen zwar ein paar zwielichtige Typen rum, aber das macht die Fotos nur authentischer. Okay. Was will die? Na gut, aber, meine Freunde, jetzt haben wir noch einen zweiten Kampf. Und zwar die Top 4 der Boden-Pokémon. Ich heile mal kurz hoch, guck ungefähr, was für ein Level die jetzt hat, weil ich glaube, das Cap wurde jetzt erhöht. Und dann sehen wir uns gleich bei ihr. Alright, guys, da sind wir. Die alte Schreckschraube wartet schon auf uns im obersten Stock des Einkaufszentrums. Oh, hallo, du bist aber ein süßer kleiner Trainer. Brauchst du vielleicht eine Mama? Wir könnten mal shoppen gehen hier im Einkaufszentrum. Du kannst hier alles auswählen, was du willst. Ola, ich bin außerdem Top 4 Mitglied, na? Würdest du gerne mal die Top 4 besuchen? Alles, was du dafür tun musst, ist, mich mal kräftig durchzurütteln. Na, was sagst du? Okay. Okay. Meine Damen und Herren, wir werden diesen Kampf nach der David-Strategie angehen. Und zwar mit Igitorte. Ich habe Igitorte die Bauchtrommel beigebracht und den Drain Punch, mit dem wir uns wieder hochheilen können. Außerdem habe ich Igitorte eine Beere gegeben, weil ich keine Zitru habe und selbst wenn ich eine hätte, wir haben eine ungerade KP-Anzahl, was die nicht triggern lassen würde. Ich weiß nur nicht, ob die Beere, die ich ihr gegeben habe, oder ihm, eine Verwirrung auslöst. Da hoffen wir so ein bisschen auf Schicksal. Aber hey, nicht zu viel schnacken, Kopf in Nacken, wie David sagen würde. Wir klatschen uns jetzt einfach auf den Bauch. Und da maximiert sich unser Angriff. Tarnsteine. Okay. Fein. Damit aktiviert sich unsere Beere nicht. Das ist okay. Jetzt ist die Frage, gehe ich auf den Aquatail oder auf den Drain Punch? Dadurch, dass wir jetzt kein Erdbeben tanken mussten, glaube ich, können wir uns den Drain Punch leisten. Weil das wird nicht killen. Ja, boah, Digga, Hippowdon ist so unfassbar fett, ey. Und wir haben halt noch diese Beere. Okay, wir heilen. Gut gegen. Oh. Wird rausgewählt. Nidoking. Oh. Wait a minute. Aber das ist fast free, Digga. Hat der Giftorden? Ich hoffe nicht. Kein Giftorden. Okay. Aquajet, let's go. Ja, das hat sich jetzt schon gelohnt. Digga, das hat sich jetzt schon gelohnt. Alter, let's go. Selbst wenn wir mit der Strategie nicht durchkommen, hat es sich jetzt schon gelohnt. Ich hoffe zwar, dass wir durchkommen, weil ich
bin ganz ehrlich mit euch, ich habe nicht unbedingt viele andere Optionen. Ne? Bodenschwäche. Vielleicht noch ein paar andere Mons mitnehmen sollen. Aber Iggy wird das schaukeln, Freunde. Jetzt ist die Sache. Marowak hat auch sehr hohe Death-Werte. Ich müsste eigentlich für den Aquatail gehen, aber ich glaube, ich gehe nochmal für den Drain Punch, weil wir haben unsere Beere noch und ich werde mich hochheilen und das Erdbeben überleben wir. At this point. Okay, das reicht. Okay, never mind. Ey, yo. Das ist einfach das Beste, was wir hätten machen können. Mit Iggy skippen wir einfach diesen Fight. Let's go. Quagsire. Gar kein Problem. Der Einzige, der uns mit H2O Absorber stoppen könnte. Aber wir Drainpunchen ihn einfach. Wie alle anderen auch. So, und jetzt sind wir voll. Mit Max Angriff. Digga, let's go. Und wir haben noch unsere Beere. Oh, imagine, die hätte uns eine Verwirrung gegeben. Auf plus 6. Dann hätten wir uns selber umgebracht. So, Hippowdon kommt zurück. Drain Punch it is. Bruder, was ist das für eine Maschine? Aber sie hat noch ein Pokémon, was uns gefährlich werden könnte. Oh, actually hat sie noch zwei. Ah, wobei, Aqua Jet dürfte reichen. Komm. Das muss, oder? Yes! Okay. Dann können wir es uns leisten für den letzten Gegner. Da ist er, Rhyperior. Mit dem Filter oder mit dem Felskern. Vierfach effektiv, wird aber killen. Aber nicht der Aqua Jet. Bitte verfehl nicht den 90% Move jetzt. Digga, diese Folge könnte nicht besser laufen. Diese Folge kann nicht besser laufen als das hier. Das ist amazing. Let's fucking go. Einen Arenaleiter weggezündet und die Top 4 der Boden-Pokémon. Alter Schwede. Oh, geil. Das hat mich immer richtig durchgekitzelt, richtig gut durchgeschallert. Hier, das kriegst du als Belohnung von mir. Mein Alter ist mir viel zu langweilig geworden. Und wir kriegen Erdbeben, weil wir sie besiegt haben. Und das war einfach free. Das war einfach free. Zum Glück hat sie, by the way, gechoked, ne? Nidoking hätte uns mit Donnerblitz gefährlich werden können. Da hätten wir auf die Prio drücken müssen und hätte das nicht gereicht, wären wir ziemlich safe gestorben. Oder mit einer Matschbombe. Ja, da ist Earthquake. Let's go. Und Hippowdon, die Tarnsteine waren auch mega dumm. Ne, ein Earthquake-Crit hätte uns komplett aus dem Leben zünden können. Aber zum Glück hat alles geklappt. Mit der doch komplexen Strategie A drücken. Huh, aber ja, wir sind noch nicht am Ende des Boss-Rushes. Denn wir haben noch ein Team Galactic-Mitglied, was wir zerstören müssen. Aber zuerst treffen wir uns mit unserer Freundin. Huch. Oh, Digga, jetzt nimm mal. Ich mach jetzt auch Control. Es wird ein Doppelkampf sein, ne? Sludge Bomb. Healing Wheel. Oh mein Gott, ich muss ja diese Attacke wegmachen, Alter. Das ist, Misty Terrain, Aura Sphere, Wish. Genau, das wollte ich hier geben, nicht Healing Wish, Alter. Oh. Wobei, wir werden jetzt wahrscheinlich gegen das ein oder andere Dingens kämpfen. Da wäre Psychokinese ehrlich gesagt gar nicht schlecht, ne?
Ja, lass mal Psychokinese geben, weil wenn wir Wish benutzen, brauchen wir keinen Draining Kiss mehr unbedingt. Deswegen wechseln wir mal das Set. So. Wise Glasses, Trace. Vielleicht, ich mag die Fähigkeit eigentlich ganz gerne, aber mit Hyper Voice, Fee und so wäre es schon cool, ne? Wir könnten, by the way, auch Dazzling Gleam. Das wird safe ein Doppelkampf, oder? Komm, wir machen Change Moves. Wir machen Dazzling Gleam drauf für den Kampf hier. Einfach, falls uns der irgendwie überrascht. Alter, Leute, also jetzt könnt ihr echt einen Daumen hoch geben, ne? Oh, Sefi, du bist gekommen, um mir zu helfen? Geil. Guck mal, ich will mit diesen komischen Blauhaarigen posieren, damit man sieht, dass ich auf jeden Fall auf dieser Demo war. Du weißt, für Social Media und so, ja? Machst du das? Cool. Also, Freunde, für die Kämpfe will ich einen Daumen sehen, ey. Holy moly, es hat richtig gut funktioniert. Kein Opfer und das ist so unfassbar wichtig, weil bereits in der nächsten Arena wird's scheppern. So, Levitate. Skuntank ist ein Arschloch. Okay. Skuntank kann uns mit einem Night Slash killen. Und das Risiko gehe ich nicht ein. Oder mit einem Poison Jab. Ja. Der killt offensichtlich den Bruder. Aber Kadabra wird auch weggezündet. Von daher könnte er auch auf Kadabra gehen. Nope. Oh, er geht auf Kadabra. Aber mit einem Poison Jab. Hat er keinen Night Slap? Okay. Weird. Oh, jetzt hätten wir Schwebe gebrauchen können. Na gut. Venomoth. Ich fake oute Skuntank. In der Runde. Oh, fuck. Bisschen Schiss. Und jetzt Drain Punche ich. Alter, das Ding hat einfach seinen Headbutt. Ah, okay, aber die sind auf Level 35. Alles easy. Alles gut. Okay. Ah, ich hab nicht mehr gelevelt. Ich habe das Level Cap nicht mehr erhöht. Ja, ich bin direkt so in die Olle rein. So, der Rockslide trifft und Venomoth stirbt. Okay. Golbat. Wurmadam. Okay. Ich meine, ich hab einen Thunder Punch für Golbat. Dürfte killen. Ja. Okay. Und Ice Attacke trifft, glaube ich, beide sehr effektiv, ne? Von daher. Hopp. Die habe ich vergessen. Aber juckt mich ja nicht. Sind immerhin nicht meine Mons. Wurmadam. Gehen wir mal zu Redlam. Kommt der Energy Ball. Okay. Ja, entspannt. Mit unserem Hisuiton Nupto in Platin, Digga. Ba-ba-ba-bam-ba-ba. Redlam auch so einen unfassbar guten Job gemacht, ne? Redlam und Iggy Torte in dem Part einfach absolute MVPs. Vakuumwelle, na hell fuck no, bro. Sky Uppercut? Nee, nicht unbedingt. Und Dustalks. Okay, ja, dich zünden wir weg. Und tschüss. Yeah. Boah, Alter, ihr Faker. Oh, wir verpissen uns von hier. Ich glaube, die haben die Bullen gerufen.
Boah, danke, Sefi, dass du mich gefilmt hast auf dieser Demo hier. Jetzt bekommt mein Gutmenschen-Image noch einen viel höheren Status, weißt du? Auf Social Media ist es immer gut, wenn man protestiert und sich dabei filmt. Geil. Und was machst du so? Tja, eigentlich interessiert es mich gar nicht. Ich muss mein nächstes Business wahrnehmen. Ihr beiden, habt ihr hier so komische Rowdies gesehen? Wir suchen die, weil die wieder irgendwelche komischen Sachen verschmutzt haben. Das Rathaus ist voll mit Farbe. Oh, tja, wissen Sie, ich war zwar hier an der Demo, aber so sehr gehöre ich jetzt auch nicht dazu, ne? Also, die komischen blauhaarigen Leute, die sind gerade da ins Gebäude reingegangen. So ist das also. Verdächtig, die Kleine. Schmückt sich wohl mit fremden Federn. Hat aber dann nicht den Mumm, zu ihrer Bewegung zu stehen, ha? Tja. Dir sehe ich an, du bist ein richtiger Mann. Ein echter Mann. Dir könnte man einen Handschlag geben. Und man weiß, dass du es meinst. Geil, würdest du mir helfen, die alle hops zu nehmen? Oh, scheiße, Alter. Die haben sowas benutzt wie eine Tür. Aha! Guck mal, ich habe hier was gefunden. Tja, da kann man nichts machen, ne? Mit einer Tür hatte ich jetzt nicht gerechnet, ö. Tja, ich habe nur irgendwie gehört, dass die den nächsten großen Coup planen. Die wollen irgendwie dem Premierminister so eine Torte ins Gesicht hauen. Die TM-Fly! Sag das mal mit dem Fliegen nicht so, ne, mit dem Fly nicht so laut. Der letzte, der von Fly gesungen hat, der ist jetzt im Knast. Der war auch jahrelang einer der beliebtesten Sänger, bis wir herausgefunden haben, dass er Dreck am Stecken hatte. Und das meine ich wortwörtlich. Alter, was eine Folge. Freunde, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und checkt übrigens den Sefi-Kanal ab. Da kommt nämlich sehr, sehr viel Content in letzter Zeit über Real-Life-Themen, Real Talk und auch Reactions. Und checkt Gameboy aus. Da gibt es nämlich wieder Wi-Fi-Battles. Ich habe wieder gestartet mit VGC Wi-Fi-Battles. Wir laddern in die Meisterballklasse und Yu-Gi-Oh! Master Duel ist auch wieder zum Leben erwacht. Das und noch viel mehr auf Gameboy. Bis zum nächsten Mal. Peace.